Guten Tag und herzlich willkommen! Mit diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie die Postfachfunktion auf jobcenter.digital nutzen können. Warum? Ganz einfach. Der Postfachservice ist flexibel, schnell und vor allem sicher, da Sie in einem geschlossenen System mit Ihrem Jobcenter kommunizieren. Außerdem sind für Ihre Anliegen bereits die Adressaten hinterlegt. So kommt Ihre E-Mail und auch ergänzende Unterlagen immer gleich bei dem richtigen Empfänger an. Wie das geht? Ganz einfach! Wir starten auf der Webseite www.jobcenter.digital. Klicken Sie dann auf Online-Postfach nutzen. Sie melden sich nun wie bei den anderen Funktionen auf jobcenter.digital mit den Benutzerdaten, Benutzername und Passwort der Jobbörse an. Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, dann registrieren Sie sich zunächst auf der Jobbörse. Geschafft? Dann steht Ihnen jetzt rund um die Uhr ein sicherer Kanal zu Ihrem Jobcenter zur Verfügung. Um mit Ihrem Jobcenter in Kontakt zu treten, können Sie entweder direkt auf eine bereits erhaltene Nachricht antworten oder eine neue Nachricht verfassen. Schauen wir mal rein, wie der Postfachservice funktioniert. Im Bereich Meine Nachrichten sehen Sie verschiedene Funktionen im Überblick. Sie können eine Nachricht schreiben und Sie sehen, ob Sie eine Nachricht erhalten haben. Sie finden die Nachrichten, die Sie geschrieben haben, unter Gesendet. In Entwürfe befinden sich Ihre zwischengespeicherten Nachrichten. Verworfene Nachrichten befinden sich im Ordner Gelöscht. Um Ihrem Jobcenter eine Nachricht zu senden, klicken Sie auf Nachricht schreiben. Sie sehen nun auch gleich Ihr Jobcenter als Empfänger benannt. Im nächsten Schritt wählen Sie ganz einfach Ihr Anliegen aus, was Sie Ihrem Jobcenter mitteilen wollen. Die häufigsten Anliegen können Sie direkt auswählen, zum Beispiel Fristverlängerung, Beantragung von weiteren Leistungen und so weiter. Ist das richtige Anliegen nicht darunter, dann wählen Sie einfach Allgemeine Anfrage. Öffnet sich dann ein weiteres Auswahlfeld, konkretisieren Sie hier Ihr Anliegen. Jetzt formulieren Sie Ihre Nachricht. Ganz genauso wie in anderen E-Mail-Programmen können Sie diese Nachricht natürlich abbrechen, als Entwurf speichern oder schließlich absenden. Nach dem Absenden wird die Übermittlung Ihrer Nachricht quittiert und Sie finden diese Nachricht sofort in Ihrem Ordner gesendet. Für den Fall, dass Sie an eine andere Dienststelle schreiben möchten, zum Beispiel nach einem Umzug, dann klicken Sie nach Nachricht schreiben zuerst auf Nachricht an ein anderes Jobcenter schreiben. Hier werden Ihnen dann weitere Jobcenter zur Auswahl angezeigt. Ein Hinweis für Sie: Sie können wichtige Nachrichten auch als PDF runterladen und auf Ihrem Rechner speichern oder diese auch für Ihre Unterlagen ausdrucken. Sie sind aber auch in Ihrem persönlichen Postfach sicher hinterlegt. Übrigens kann auch Ihr Jobcenter über das Postfach mit Ihnen in Kontakt treten. Sehr praktisch dabei: Sie können automatisch über neue Nachrichten in Ihrem Postfach informiert werden. Dazu hinterlegen Sie einfach Ihre private E-Mail-Adresse unter Benutzerdaten. So sind Sie gleich informiert, wenn eine Nachricht Ihres Jobcenters in Ihrem Postfach bei jobcenter.digital eintrifft. Ihre private E-Mail-Adresse ist dabei sicher hinterlegt und wird nicht an Dritte weitergegeben. Noch ein Hinweis: Weiterbewilligungsanträge und Veränderungsmitteilungen können über dieses Postfach nicht realisiert werden. Nutzen Sie dazu bitte die entsprechenden Online-Angebote auf jobcenter.digital. Dort sind die dafür notwendigen Formulare zum Online-Ausfüllen hinterlegt. Nutzen Sie am besten ab sofort die Vorteile des Postfachservice Ihres Jobcenters und alle anderen Funktionen von jobcenter.digital. Vom Computer, vom Tablet und auch mobil von Ihrem Smartphone aus.